So, eine weitere Runde Dominioni. Und hier, ihr seht die beiden Herrschaften, die kennt ihr ja wieder. Die können jetzt auch mal kurz Hallo sagen. Moin. Hallo. Ja, und ich war gerade... Warum spielen wir... Hä, haben wir nicht... Ach, Dominion. Ach, ich wollte gerade sagen, warum habe ich denn keinen Champion gekriegt? Aber ist ja gar kein Aram, ist ja Dominion. So, und wie ich ja gelernt habe vom Felix, braucht man ja Champions mit ganz dollem Movement Speed. Richtig. Und wie wir ja heute glücklicherweise in den IEM-Matches gesehen haben, kann man auch Karma spielen. Nicht Dominion, aber auch auf der Top-Lane. So, und dann kriegst du sogar einen Bann im nächsten Spiel. Genau, ganz stark. Ach, da wollte ich mich eigentlich auch noch bei sowas für bedankt haben, aber egal. Nein, was ich eigentlich gerade am Erzählen war, oder was ich erzählen wollte, war bei dem ersten Match, oder ich glaube, das war das zweite Match, ne? Was, Fnatic gegen CLG oder Gambit? Weiß ich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben sie ja das erste Spiel, glaube ich, schon mal direkt verloren. Und dann bin ich kurz draußen und sehe, wie eine Tür weiter, also quasi hinter der Bühne beim Ausgang, das komplette CLG-Team draußen im Regen steht und Besprechung fürs nächste Spiel. Da habe ich auch gedacht, jetzt will er aber irgendwie Monte Cristo oder wer auch immer dabei, weil die aber ganz schön bestrafen. Oh Mann. So, ja, spielen wir doch mal mit den Traditional Skin heute. Ach so, ach, ja, jetzt hab ich wieder, ach, ich hab wieder keine Master. Ich muss meine ganzen Mastery-Pages erstmal wieder einrichten. Dann spiele ich auch Traditional. Ganz stark. Na gut, es fängt jetzt 10 Sekunden ach, an. Ich Manaless IP. Nee, IP habe ich ja, aber ich muss mal, also die Rune Master ist jetzt. Panda oder da. Cottontail? Panda oder Cottontail? Panda oder Cottontail? Panda. Cottontail. Panda! Du passt da voll rein, also irgendwann wird er dann so... Wie heißt nochmal der andere eigentlich, der so aussieht wie Mario Gomez? Jason Kaplan. Jason Kaplan, ah, okay. Ja. Die waren so unglaublich nett, weil ich hab ja halt gefragt, ob ich mal dahin dürfte und so, bla bla bla. Ich wäre halt was Besonderes. Und, hast du gesagt? Nein. Mami hat also, mir gesagt, dass ich was Besonderes bin. Ja, genau, so in etwa. Nein, aber ne, dann dürft ihr halt doch mal dahin. Und die waren halt auch gerade, war ja zwischen den Spielen natürlich, halt gerade so also ein bisschen auf Reddit am Surfen und Jason hat sich nochmal irgendwie das Replay von vorher geguckt, wo Edward da irgendwie 4 Mann in den Anystun reinkriegt und so. Boah, Edward hat wieder gut gespielt, das ne? Das ist Wahnsinn. Richtig cool, was die wieder zusammen harmonieren. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, hier so und so, hätte jetzt halt auch mal gecastet und wollten mir das einfach mal angucken, wie das denn die richtig professionellen Leute machen würden. Und dann haben sie mir halt mal so ein bisschen gezeigt, aber wenn er gut war, jetzt auch nicht wirklich viel. Und dann, ob er nicht jemand ein Foto machen wollte, sag ich, doch Gott, ne? Süß. Da kam halt irgendwie so ein Kameramann gerade vorbei, hat mal da 20 Bilder gemacht. Und was auch lustig war, wo ich mal ganz drauf gespannt bin, da lief irgendwie noch so ein belgischer Fernsehserie rum, hat Crepo heute Abend, glaube ich, ungefähr 27 Mal gepostet. Die machen wohl irgendwie so Dokumentation über ihn und über Shox. Im belgischen Fernsehen quasi wirklich, also im richtigen Fernsehen. Die Ocelot in Spanien. Ja, auch, wahrscheinlich. Ne? Und haben halt irgendwie einfach nur so Leuten ein paar generelle Fragen dazu gestellt, dann auch irgendwie, dann auf einmal kam nur so einer an, ja, ob sie ja mal ein paar Fragen zu LOL stellen dürfen und so. Und von der Geile war, am Anfang habe ich dann auch quasi jetzt hinterm Caster-Desk war halt so ein kleiner runder Tisch irgendwie aufgebaut und er meinte halt, ob ich dann so ein bisschen in die Knie gehen könnte. Da sag ich, ich weiß nicht, wie lange das Info dauern würde, also ich wollte jetzt ja auch nicht da irgendwie dann vor Stress zusammenbrechen dann nach einer Minute, ob ich mich einfach auf den Tisch setzen könnte. Ja, ja, okay. Weil er halt die Kamera nicht so hochhalten konnte, dass es dann gerade war, ne? Ja. Und ich bin erst auf den Tisch gesetzt und dann kam halt irgendwie einer von den DSL-Funktionen, weil sie auch gerade da in der Ecke dann irgendwie ein Interview machen wollen, ja, ob er dann irgendwie ihn woanders hinkriegen könnte. Da waren die ersten beiden Fragen schon durch, dann hatte er aber dann noch eine. Und dann musste ich irgendwie so mit gespreizten Beinen dann da noch die ganze Zeit stehen bei der letzten Frage. Das sah so affig aus. Oh Gott. Aber voll cool. Naja, aber der Fan hat so ein bisschen gefragt, wie wir den LOL finden würden und warum denn LOL so erfolgreich wäre und bla bla bla. Und, so ein bisschen erzählt und dann am Ende meint er halt, ja, also wegen ging jetzt halt auch so ein bisschen um Shox und um Crepo. Ob ich den kennen will, sag ich, ja, nun, klar, ne, hier wäre dann, könnte man eigentlich davon ausgehen, dass man die dann auch kennen würde. Und ja, ob ich den finden würde, ja, ganz toll. Am Ende natürlich noch gesagt, ne, ja, das ist ja klar, Belgiums OP, ne. Und da war ich natürlich der König. Und ich war gespannt, er hat auch schon irgendwie gepostet, das wird wahrscheinlich dann am Donnerstag irgendwie auf Sendung gehen und er würde wohl den Link dann auch posten. Bin ich ja mal gespannt, ob ich da auch mit drin bin. Ach, voll toll. Nicht schlecht, nicht schlecht.
Ja, wer hat noch so gut gespielt? Aber ich fand ja, der fucking Genjer, ne? Ja, der, also das merkst du aber auch wieder, ne? Der hat im Endeffekt seinen kompletten Spielstil jetzt wieder umgeändert. Ja, und hat ziemlich, Aber Astromo hat auch mega geil gespielt. Ja. Wer? Astromo. Achso, ja. Ja. Fucking Support von, Lift. Wie den kleinen Tito noch niemand angefasst hat. Wollen ja auch keine Geschlechtskrankheiten kriegen. Komm mal! Was läuft bei dir heute falsch? Keine Ahnung, irgendwie ist er ganz komisch. Du weißt, dass das ja auch Kinder unter 48 Jahren gucken können. Kinder unter 48? Ja. Hältst du dich da auch noch zu, oder? Natürlich. Jetzt hat echt hier Tito den Punkt gecaptured, oder was? Ja, echt der Tito, ne? Wahnsinn. Tito, du strong. Heißt der nicht Shito? Unsicher. Shito Gonzales. Trick to G nennt ihn mal Shito. Oh, ist der Tito strong, wenn er jetzt nicht sterben würde. Was braucht ihr überhaupt so lange? Was braucht ihr überhaupt so lange? Der Weg von der Base ist... Victory is a sh... Werde ich euch nie verzeihen. Nein? Ja, okay, vielleicht doch. Warum ist die Karma top? Was? Bot. Oh, was ist denn falsch bei dir? Ja, hier ist eine Karma. Ja, ich weiß, aber... Ist jetzt auch schon oben und unten nicht mehr auseinanderhalten, oder? Was? Unten ist oben? Oder ja, wer, oder wie? Aber links ist auch vorne und rechts auch unten, oder nicht? Ja, wie weit wo? Was hab ich gesagt? Ich bin da! Ah, toll, herzlichen Dank. Das wird mir jetzt helfen. Oh, verdammt, nee, es gibt doch keinen Trick mehr. Ich dachte, mich zum Mobben. Wort ist jetzt eingenommen, aber das liegt auch daran, dass. Ne? Und ja. Und links und weil ist so, ne? Richtig. Boah, fucking Karma. Was ist das eigentlich für ein Shit-Champ? Weißt du, dass ein Schild den gerade auch spielt, oder? Das? Nein. Hey, Karma is slain an enemy. Was ist das? Kack-Chan. Was brauchst du schon wieder? Hey, hier unten ist ein bisschen schwer gegen zwei ja, Range. Ja, mi. Oh. Kannst du hier mal einen Stock aus dem Hintern ziehen, Einstein? Nein. Dann den Fisch wenigstens. Nein. To conquer oneself. Tja, den hast du nicht kommen sehen, Uli, wa? Jetzt müssen wir flitzen. Ist Morgi nett? Was? Ich nehme überhaupt nichts. Oh fuck them plays und ich hab sie wieder nicht gesehen. Hello, Mist. Ach scheiße, jetzt hat er wieder seine Rotze da. Was soll das? Hat er wieder? Hat er seine Rotze? Ja. Verdammt, ey. Kannst du dir mal ein Taschentuch reichen? Sehr freundlich, ja. Oh! Ja, passt. Oh, Achtung! Schluck. Ja. Schluck. Hier unten ist ein Kudi, ja. Da fällt mir ein, ich muss weg. So, das hätten wir locker. Au, Backe!
Was ist denn da unten los? Echt was mal, denn? Felix. Tu mal was Hallo. Für dein Geld. Ich tu Kannst hier du mal genau? deinen Job erledigen? Sag mal. Nix als Ärger mit dem Jungen. Echt mal. So, Sasri, spiel du noch einmal Riffentop. Ich sag's dir. Weißt du, das Geilste war, er heute so, komm, ich zeig dir mal, wie man Riven spielt. Jetzt spielt er irgendwie 0-4 oder so. Ich hatte am Schluss die besten Stats aus dem Team, möchte ja, ich ja. dazu erwähnen. Ja, hatte ich. Natürlich. Au. I come for your survival. Oh. Der Kuh war natürlich stark. Ich komme. Aber da nicht hin. Oh, ja, fast gut. Too much autotext. Na, wenn ich das Kuh getroffen hätte, wäre gut. Wenn, ansonsten war es ziemlich behindert. Soll ich mal Spell beim Tito spielen? Ich hoffe, du hast es auf Video. Natürlich habe ich es auf Video. Und in Farbe. Auch das. Also das Ignite war jetzt schon stark, Zed. Nicht. Der Zed, der macht die Plays. Er hat ja auch die Ahnung, welche Item man sich im Dominion kaufen muss. Lol. Oh! Komm mal, da war jetzt. Großartig. Oh! Aha, aha. Nein! Ich bin am anfliegen. Schneller! Nee, Garen, fahr ruhig die Minions weiter, Gammler, ey. Falsch bei dir. Ach, ich hasse, dass das 4 jetzt dieses verkackte Ding ist, ey. Was? 4 ist dieses verkackte Ding? Oh, Backe. Ja, danke, Garen, auch übrigens. Hat er dir gut geholfen? Nee, er läuft halt einfach rum. Garen, please don't do any damage. Das ist der Disrespect, Garen. Ja, ich glaube auch. Doch, Bowser, ne? Ganz stark, du bist echt der Man. Jetzt bleib und. Oh Gott, ist der. Ist der. Jetzt kommt Zed, jetzt kommt. Oh Gott. Holy ich komm dich Christ. Retten, Top. Juhu. Was? Der kleine flauschige Timo. Ja, ist, die sehen mich und schon rennen sie weg. Merkt das, du bist angsteinflößend. Hm? Wir haben Panda-Skin. Denken, du bist Crow und fängst gleich jeden Moment an zu singen. Ah, Jesus Christ. Okay, der war lustig. Den muss ich dir geben. Outjoked? Outjoked, ja. Du hast halt aber auch schon echt nicht schlecht gebracht. Aber den weiß ich schon gar nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, das ist so ein Zufallsresultat, das fände ich mal einen guten Ring. Nein! Gerade. Good job. Victory is a rampage. Ionia Sky. Your team has captured the drill. Oh, jetzt kommt die Aldi hier schon wieder. Ne? Hope is the greatest ally. Never fall. Aber warum hab ich hier eigentlich immer zwei? Du bist halt begehrt. Ja, ich weiß, das aber... Doch gut, wir haben hier oben deshalb durchgepusht. Ist doch fein. Ah ja. Immer auf die kleinen Dicken ohne Eltern. Was? Gleich fängst du auch noch damit an, dass du im Schrank unter der Treppe lebst, oder was? Nein. Ja, gib Gas, ich spring zu ja, dir. Ja, ich wusste doch schon! Er wusste. Ich hab das Gefühl, dass die hier jetzt hingehen. Ne, ja, die haben uns getrickt. Geh du da zurück. Ich bin da, ich bin aber da. Aber alleine? Ja. Du bist ein Blinding Dart. Oh, 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 ich. Lauf, kleiner Timo, ich schilde dich. Freu dich. Ja, toll, Garen. Super, Garen. Oh Gott.
bin ich überhaupt da hier? Also der Garen hat es wirklich nicht drauf. Mann. Los, kleiner Fluffy Tito! Genau, stirb einfach! Nein, ich hab das Dings gerettet. Ganz stark. Wir sind alle so stolz auf dich. Nicht. Dankeschön. Top Lane. Also, ne, das Ding da. Im Top Lane. Go level mich. Und Dodges! Yeah! Oh, damn Tito, too strong. Oh, damn Ignite. Nee, die sind alle verreckt. Der sind. Nee, der ist schon. Einfach Bot ein. Also, Aatrox habe ich noch in seine Passive geschickt. Immerhin. Mal gucken, ob er sich da wohl fühlt in seiner Passive. Jetzt haust du einfach hier einen nach dem anderen raus, oder? Hast du dir alle für das Live-Dominion aufgehoben? Klar, ich hab ja so eine Liste neben mir, die arbeite ich ab. Was ein Lappen! Er ist so klug, ne? Er denkt, er kann sich noch hochheilen. Ja, holy moly. Ich bin so klug. Der Zed ist genauso klug. Verfehlt sein Ulti. Haut einfach weiter auf die Lux. Gut. Ja, ich hab gemacht. Die Lux ist genauso klug. Alles so klug. LOL! Hast du das gesehen, wie sie festgehakt ist? Sind wir strong. Ich hab den Felix überholt. Du bist schon die ganze Zeit vor mir. Nee, du warst bis gerade eben noch vor mir. Tatsächlich. Hm? Oh, hello. Na, dann wollen wir das mal wieder ändern. Fuck! Ich hasse euch alle. Komm doch her! Hey, Space. Sorry. Ja. Du hast dich für mich geopfert. Ich werde mich auf ewig daran erinnern. Und darüber also, lachen. Bisschen 3 Minuten. Ich will einen unnötig großen Stab! Oh oh. Ach, den gibt's ja gar nicht hier, ne? Verdammt. Das ist natürlich ungut. They want the Fluffy. Können die beiden unten bitte was anderes tun als Eier schaukeln oder Taschenbillard spielen, was auch immer? Felix, schneller! Ja, ich bin hier, schneller! Ich bin hier slow, Lee Sin. Oh, ganz stark, Gary. Da hat er gerade mit seiner Ulti eröffnet. Holy moly. Sicher. Oh, doch, dann krieg ich nicht. Ja, also doch. Alter, ernsthaft, ne? Oh, ganz stark, Garen. Du bist der Man. Danke. Da steht die Diana. Die steht jetzt auch noch eine halbe Stunde und haut die ganze Zeit Gruß auf dich. Together we shall track. Du schaffst es schon. Nope, ich hab kein Ult. Oh, war man natürlich stark. So, nicht Kollegen Udir. Ich wollte nur ein bisschen Zeit schinden. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Vielleicht Pyramiden. Warum platziert ein Panda eigentlich Pyramiden? Das sind keine Pyramiden, das sind Reistaschen. Sind das? Gott, ey. Will ich dem extra einen Kill überlassen und er schafft's einfach nicht. Vielleicht dir welche kochen. Scheiß, ja. Ganz stark, Aaron.
Oh, Yubia, du kriegst mich niemals Leben, oder vielleicht doch? Oh, er hat Blade of Ruin King, das hatte ich jetzt nicht, das hatte ich jetzt nicht gedacht. Oh, Garrett! Warum schreist du denn um Hilfe? Sorry. Ich brech schon hier alles ab, lass alles stehen und liegen. Hey, der Garrett ist echt der Man. Incredible. Nein! Oh doch. Lol, hat geklätzt. Ernsthaft? Was? Hat der Glänz? Der hat einfach gegen Zed. Ja, kann man mal machen. Er ist strong. Hey, da ist er. Okay. Hat er noch sein Passiv? I need 14 Gold. Weiß, oh, ich will auch noch mal nach oben. Ja, da kommen wir übrigens noch mal. Nee, doch, hat er. Nee, die Säcke mit Reis hier. Oh, oh. Tito dead. Oh, Tito Hourglass. Komm zu mir, mein Felix, Mann! Ups. Oh, fast gut. Ups. Felix auch kaputt. Huch. Konnte das passieren? Weiß ich auch nicht. Ohne Scheiß, die verkacken einfach zu zweit gegen den scheiß Uni. Und es sieht so lustig aus. Ehrlich. Karma gegen Karma. Wer hat das bessere Karma? Close. Wusel, 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 Wusel! Ihr Meister, ich komm. Auf sie mit Gebrüll! Bin zu schnell. Victory is assured. Hat der Hässliche jetzt eigentlich noch sein Passiv? Nein! Oh oh. Der Karma gefunden. Komm. Er hat übrigens noch seine Passive. Oh! Oh! Oh. Ich hasse alles! Warum kommt ich das hasse nie? Alles! In der Filz! Die müssen in den. Ja! Nein! Ja! Ja! Lauf rein! Ja! Thank you, Aatrox. Got him. Victory is assured. Knöpfe ich mir hier erstmal die Kamera vor. Yes, wir sind übrigens nicht mehr so hart in Führung, habe ich gerade gemerkt. Hast du gemerkt? Aber du nicht, best GAEU, DFG. Dem Schuh. Boah, hast du die Plays gesehen? Die Timo Plays sind unfassbar. Unfassbar strong. Wahnsinn. Warum hast du abgebrochen? Weil Lux mich geultet hat. Oh, whoops. Huch. Warum haben die Botlane? Please. Please. Weißt du, auch in Dominion ist es so, dass man wegen einem einzigen verliert. Man. Was? Bisschen low. Ja, Aaron. Dafür reicht's noch. Ups. Oh, dieser schwule... Nein! 0 Sekunden Cooldown. 0 Sekunden Cooldown. Oh Gott. Sag mal, Garen. Wo ist er denn jetzt hin? Hä? Hä? Der ist tot. Warum? Und was macht. Warum? Da. Oh, Jesus Christ. Oh, da ist Aatrox. Ja. Was willst denn du, du Früchtchen? So. Nope. Na, oh, wie er flasht.
shut down. Your team has captured a quarry. Das ist eine sehr wichtige Information. Vielen Dank. Ja, das ist die Aufforderung an Felix, ihn jetzt zu one-shotten. So, dann kannst du ihm das aber auch einfach sagen. Nein, das wäre zu einfach. Ach so. Kannst du eigentlich auch zu dem Pilz, zu dem Dings wehen? Ja. Lol, das Ult. Ganz stark, Garen. Du bist... Oh Gott. Ihr müsst jetzt da oben einnehmen, weil ich krieg jetzt hier unten auf den Sack. Good job. Und zwar ziemlich. Ja, gebot das. Ah, jetzt wird so ein Fluffy Power unten gebraucht, oder was? Ja. Ich bin auf dem Weg! Oh, shit. Ganz starkes Auerglas. Wow. Oh, fuck, das war der falsche. Oh. So, ja, also Mitte, Dings, Bums. Was? Mitte, Dings, Bums. Ups. Hier, na. Ey, boah, das geht aber schnell. Nein! Oh Gott, ich hab da drauf geklickt und angefangen zu capturen. Wie dumm war das denn? Was den Q so? Hab ich gesehen. Ja. Lol. Ionia shall prevail. Los Minions, neutralisiert! Juhu! Und Lux. Ja, zu viele. Komm zu mir! Ja, eine. Ah, so überflüssig. Udyr mit Keil-Ult ist ganz, ganz böse. Boah, ich hätte ja auch sagen können, dass er nicht zu einem Freund wird, wenn er halt Ult kriegt. Ja, aber ich meine das jetzt in Hinsicht auf Auerschmerz. Ach so. Boah, der MZ, ne? Der absolute Wahnsinn, was der stark, ja. Oh. Ah, Minions kriegen's. Oder auch nicht? Nein. Oh mein Gott, ist das der Sieg? Ionia shall prevail. Ja, wir müssen deffen. Das lass ihn sterben. Okay. Und wenn Garen dabei hingehen würde, wäre es geil. Karma. Garen geht. Passt. Läuft. Wie lange geht noch euer Game? Lang. Buffy Tito hat gecarried. Oh, okay, vielleicht verlieren wir doch noch. Nein! Ja, ich hab mein E gemisst. Puh, GG. Alex, Panzerfarm, bis die fertig sind. Nö, ich warte. Okay. Nimm einen. Würden mein Ult, dann kriege ich einen Aatrox. Die unten müssen einnehmen. Ja, und das ist ein bisschen schwierig gegen Udyr mit einer Kayle im Hintergrund. Ich komme, ich gebe, geh deffen. Alter, geh sterben. Oh, ich hab mich schon wieder verklickt. Enemy killing spree. Fucking Garen, ey, was? Oh, der Zed, ey. Das ist so traurig. Ich glaube es nicht. Wolltest es aber lang, unglaublich. Es ist uns halt einfach nicht vergönnt. Was ist Naren? Nee. It's fast and it's fun. Hä? Kann mir jetzt mal jemand erklären, warum das Ding bitte nicht getroffen hat? Ja, es ist durch und durch gegangen. Tito Top, Spaß. Ach, ein Dominion. Oh, Garen war aber auch calculated hier, ne? Batz.
GG Garen, you are dead. Onward. Onward. Warum nur, warum? Oh, Backe. Ja, beste Dominion EU. Noch irgendjemand Grüße an seine Schwiegermutter? Gut. Dann war's das. Tschüss.